Strom dadurch über die Geschwindigkeit den aktuellen Verbrauch. Wie weit komme ich noch mit dem Ding? Wenn der Akku so und so voll ist, wie weit komme ich dann noch und so weiter. Ja. Temperatursensor ist in Vorbereitung, solche Sachen. Das heißt, ich habe wirklich ein mächtiges Werkzeug, einerseits um den Controller zu legalisieren im europäischen Sinn. Die 15.1.4 kann beim Mikromotor ein großes Thema sein, weil die Controller alle viel zu stark sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, der darf 30 Sekunden lang 20 Ampere ziehen und dann muss er runterfallen. Das ist Musik. Das heißt, ich kann sagen, das ist ein legales Pedelec-System. Ich kann da einstellen, es muss pedaliert werden, wenn pedaliert wird, darf er mehr als 6 km/h fahren, sonst nicht. Ja. Also man kann mit dieser Applikation auch steuern. Genau. Ich kann das Licht aus und einschalten, das zum Beispiel. Also ich kann in beide Richtungen reden. Da gibt mir Daten, ich kann aber da eingreifen. Ich kann aber auch gewisse Werte setzen, also ein Chat-Modus. Da kriege ich Fenster, da gebe ich einfach ein. ATL 1 ist 20, heißt 20 Ampere maximal. Oder setze Geschwindigkeitslimit auf 17,5, was auch immer. Mhm. In einem sehr weiten Bereich. Und das, was man nicht einstellen kann, kann man in Kooperation mit uns erarbeiten. Das heißt, wenn ihr sagt, also wir sind sehr interessiert da, den Zusammenhang an Leuten, die mehr von einer Sache brauchen. Ja, insofern interessiert mich das, was ihr macht. Mhm. Gerade auch Mikromotoren sind ein großes Thema für uns, weil wir da nämlich überhaupt nichts machen. Das ist kein Wettbewerb für uns, aber wir sind interessiert an der Technologie. Mhm. Und wir wissen, dass die Leute, die Mikromotoren machen, also wie Lohmeier und so, dass sie gerade in dem Bereich oft ein großes Defizit haben, weil die wollen ihre Dinge als Pedelec legal verkaufen. Und das geht nur mit einem Mikrocontroller, weil das, was die Chinesen oder die Taiwanesen machen, ist ein Wahnsinn. Ja, die machen irgendwas. Ja. Das mit europäischer Norm überhaupt nichts zu tun. Also insofern könnte das eine Lösung sein, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, aber die Problematik zu lösen, wie kann ich das Ding verkaufen mit dem Label, das ist Pedelec legal oder das ist EN15.1.4, whatever. Und als Zusatzbenefit hast du noch eine Applikation auf deinem Handy, weil das ist jetzt zeitgemäß, ne? Das geht ja darum, welches Publikum kauft sowas. Dann hast du da Android von den. Du musst das nicht tun, wenn du es nicht willst. Ja, wenn du kein Handy hast oder kannst willst, du kannst es auch offline fahren. Ja? Ihr stellt es einmal ein, ihr programmiert es einmal. Der fährt damit, der braucht das Handy gar nicht zu Gesicht kriegen. Aber wenn einer ein Freak ist, dann hat er das eben und dann hat er das von drauf und dann sieht er seinen Wirkungsgrad am Berg und so weiter. Also so irgendwie wäre die Sache, an die ich da denke. Da könnte man euch helfen. Da könnte es Kooperation geben. Mit Akku-Zertifikaten schaut es bei uns auch schlecht aus. Ja, wir importieren Akkus namhafter Hersteller und versuchen damit über die Runden zu kommen. In Wirklichkeit versuchen wir dem CE, das vor allem am Ladegerät drauf ist, einfach zu vertrauen. Das heißt, wir schauen uns das an, ist es glaubwürdig oder nicht. Wenn es glaubwürdig ist, okay, checken wir es weiter. In Wirklichkeit müsste man viel mehr machen. Ich weiß nicht, ob das unterscheidet zwischen Österreich und Deutschland. Nein, unterscheidet es überhaupt nicht. Nein, unterscheidet es im Grunde überhaupt nicht. Es gibt ja genau dasselbe Batteriegesetz irgendwie. Ja, aber das gibt es in Österreich. Ja, das haben sie übernommen bei uns. Also ich dachte von uns erstmal, der ursprüngliche Ausgangspunkt ist, dass wir Batterien gar nicht in Umlauf bringen dürfen. Ja, na gut, aber da, ja, das ist aber easy. Da gibt es in Deutschland in der Stelle, da wendet man sich hin und sagt, ich bin Importeur, die interessieren sich überhaupt nicht, ob da CE drauf liegt oder nicht. Außerdem gibt es ja Batterien in dem Sinn kein CE, weil Batterie ist kein elektrisches Gerät. Das Ladegerät ist ein elektrisches Gerät. Das ist ja gefährlich. Da kannst du mit Dings in Berührung kommen.